Die Karnevalszeit lockt die Akteure wieder auf die Bühne. Auch beim K&S-Karneval im Dülmener Kolpinghaus laufen die Vorbereitungen für die große Karnevalssitzung im Februar bereits auf Hochtouren. In diesem Jahr geht es wieder los mit dem K&S-Karneval, die 36. Session hier im Kolpinghaus zu Dülmen. Wir haben in diesem Jahr sehr viel Prominenz dabei, sprich der Bürgermeister ist da und viele andere. Und sie werden hier in der Hütte gehen und ihre Vorträge halten. Neben anderen Akteuren probt auch das Männerballett zurzeit intensiv für seinen Bühnenauftritt. In diesem Jahr ist unter anderem eine Parodie nach der Melodie »Auf die Vogelwiese geht der Franz« geplant. Noch ohne Kostüme, aber mit einem Bierkrug ausgestattet, sieht das Ganze schon gut aus. Ja, hallo liebe Kolping-Fans, liebe Karnevalsfreunde. Mein Name ist Jörg Zippel von den Kolping Dance Boys. Wir sind eine Gruppe von 6 Personen und unserer sagenhaften Trainerin Heike Kautz. Ja, wir bestehen seit dem Jahr 2000 in wechselnden Besetzungen. Wie gerade gesagt, 6 aktuelle Tänzer, die auf der Bühne stehen und haben schon so einige Tänze aufgeführt. Wir haben nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum beim Kolping. Ja, wir hatten schon ein paar schöne Auftritte. Ich denke mal zum Beispiel an Traum von Amsterdam, wo wir in Holzschuhen die Bühne gerockt haben oder mit Gummipuppen mal getanzt haben, sehr zur Erheiterung des Publikums. Oder an Riverdance, wo wir doch steppen lernen mussten. Also einige gute Dinge sind dabei gewesen. Trainerin Heike Kautz hat die Mitwirkenden unter ihre Fittiche genommen und wirkt bei den Proben aktiv mit. Sie ist mit dem bisherigen Probenverlauf schon sehr zufrieden. Die Choreografie ist nicht so schwer, sodass die Akteure sehr schnell in den Rhythmus finden. Mit entsprechenden Kostümen wird die Darbietung wieder zu einem Höhepunkt der Sitzung. Nicht nur beim Kolping-Karneval, auch für andere Sitzungen liegen bereits Anfragen vor. Sind schon 17 Jahre bei den Niestrottern dabei und tanzen auch regelmäßig beim Karneval in Lette, die auch Kooperationspartner bei uns hier im Kolpinghaus sind. Leider dieses Jahr nicht da. Aber ich denke mal, in 2 Jahren sind die Jungs und Mädels mit ihrer Prinzengarde auch wieder dabei. Und während das Ballett noch probt, trainieren die Trommler vom Kolping per Flu-Orchester ebenfalls eine Darbietung mit Schwarzlicht. Die Karnevalsjecken aus Dülmen und Umgebung können sich bereits jetzt auf einen unterhaltsamen Karnevalsabend freuen. Wer teilnehmen will, sollte sich allerdings beeilen. Wenige Karten stehen noch zur Verfügung.